Ach so, das ist die Tante, die hier, wie heißen die? Die sich Sprache lernt von den Bösen. Von den Hirlicholen, jetzt hab ich's. Du scheinst aufgebracht. Tut mir leid, das liegt daran, dass es in der Bibliothek in letzter Zeit so laut ist und ich nicht in Ruhe hirlich-hurlich lernen kann. Seit Beginn des Windblumenfestes tummeln sich hier viele Leute. Am Anfang waren sie still und lasen Bücher, aber dann fingen sie an zu plaudern. In einer Bibliothek! Wie können sie es wagen? Ab mit dem Kopf! Aber das ist noch nicht alles. Sie haben viele verstörende Dinge getan. Eselsohren. Seltsame Objekte zwischen die Seiten stecken. Sie sind sogar so weit gegangen, die Bücher falsch herum wieder in die Regale zu stellen. Okay, bei Eselsohren hätte ich sie abgefackelt. Ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief, wenn ich meine Bücher jemanden ausleihe und der hat das Buch damit in die Badewanne genommen und dann sind die Seiten so aufgeweicht. Oder er hat es mitgenommen auf die, keine Ahnung, und hat dann mit Schokoladenfingern die Seiten angefasst und umgeblättert. Oder weil er zu faul war, sich ein Lesezeichen reinzumachen, macht er einfach ein Eselsohr rein, damit er wieder weiß, wo er war. Ohne Witz, dann ist für mich die Freundschaft beendet. Das geht gar nicht. Ich hasse sowas abgrundtief. Es ist so schlimm. Also, ich bin, ja, ich lese sehr gerne. Und ich mag Kindle nicht. Ich finde es toll für Leute, die unterwegs sind im Zug oder sowas. Und dann kannst du natürlich keine Wälzer mit 800 Seiten mit dir rumschleppen. Ich meine, das ist eine gute Verteidigungsmöglichkeit. Mit solchen Büchern kannst du Leute umbringen. Aber es ist halt schwer und unhandlich. Das kann ich denn schon verstehen. Aber ansonsten liebe ich es einfach, ein Buch in der Hand zu haben und dann die Seiten umzublättern, gerade wenn es eine Erstauflage ist oder dann vielleicht noch mit einer Widmung oder keine Ahnung. Also ja, ich lese sehr, sehr viel oder habe früher sehr viel gelesen, in letzter Zeit leider nicht mehr so oft. Ich komme zu gar nichts mehr. Eine Bibliothek ist kein Ort für romantische Verabredungen, es sei denn, man will alle Gelehrten stören, die dort studieren, wie es ja vorgesehen ist. Lisa könnte das Problem lösen, die ist echt tough. Aber ich habe gehört, dass sie momentan mit dem stellvertretenden Großmeister auf Patrouille ist. Wenn sie hier wäre, würden sich die Pärchen sicherlich alle bestens benehmen. Deshalb muss ich dich um Hilfe bitten. Bitte sag ihnen, sie sollen sich zusammenreißen. Ich kümmere mich drum. Wenn nicht, dann zünde ich sie einfach an. Danke, die drei Pärchen dort drüben machen den meisten Lärm. Wenn du ihnen klar machen kannst, wie störend ihr Geplapper ist, werde ich meine Forschung fortsetzen können. Aber sei vorsichtig, sie sind ein bisschen schwierig. Kein Problem, ich mache meinen Dämonenmodus an und hau sie weg. So eine aufregende Geschichte. Schade, dass sie keinen positiven Ausgang hat. Wir werden sicherlich nicht so, richtig? Das ist selbstverständlich. Selbst wenn wir getrennt und in alle Winde zerstreut werden, würde ich einen Weg finden, dich zu mir zurückzubringen. Ihr müsst in der Bibliothek leise sein. Was? Ich habe die ganze Zeit ganz leise gesprochen. Es ist wie im Buch, ein Hindernis, das unsere Liebe im Wege liegt. Ihr solltet die Bücher nach dem Lesen außerdem dorthin zurücklegen, wo sie hingehören. Seht euch all die durcheinander liegenden Bücher an. Jemand muss sie wieder zurück zu ihrem richtigen Regal bringen. Und dieser jemand wird von dieser Unordnung nicht sehr erfreut sein. Ja, wir haben es verstanden. Kannst du uns jetzt allein lassen? Du hast uns zu einem entscheidenden Moment unterbrochen. Entscheidender Moment? Versprichst du mir, egal welche Schwierigkeiten sich uns auch in den Weg stellen, immer so, wie du jetzt bist, zu bleiben und dich nie zu verändern? Das werde ich. Ich schwöre es dir bei meinem Leben. Das geht nicht. Du veränderst dich fortwährend. Du hast vielleicht Grundprinzipien, von wegen ich darf keinen töten, ich darf nicht stehlen, bla bla bla. Ich kann nicht trinken, aber trinken. Ja, genau. Das Rätsels Lösung ist einfach Fatales hier in die Bibliothek reinschmeißen und der regelt es dann schon. Aber ich glaube, dann gibt es keine Bücher hier mehr. Oh mein Gott, Mifrix hat das Spiel gerade erst angefangen und hatte richtig Glück in dem Spiel. Der ist so richtig ein Glücksjunge. Er hat jetzt Chichi, Venti und Razor. Also Razor, Best Boy. Mit ihm kannst du gar nichts falsch machen. Das ist mein Hauptcharakter.
Menti, wie gesagt, ich liebe ihn einfach. Er spielt sich super, er ist perfekt zum Farmen, weil du dich mit ihm überall hoch katapultieren kannst. Der macht unter sich so ein Windloch und dann kannst du dich da reinstellen und kannst nach oben schweben. Das ist voll cool zum Klettern und alles Mögliche. Und Chi-Chi ist eine Superkämpferin und Heilerin in einem, genauso wie Jean. Und deswegen perfekt. Also richtig Glück gehabt. Und wie gesagt, man verändert sich fortwährend. Es gibt eine Person, die du magst oder cool findest und dann nimmst du ein paar Sachen von demjenigen an, sei es ein paar Ausdrucksweisen, was er für Wörter sagt, oder sei es, er ist ein Verein und dann gehst du da auch in den gleichen Verein rein, weil du mehr Zeit verbringen willst oder weil du es auch auf einmal cool findest. Keine Ahnung, also man kann nicht gleich bleiben. Das geht nicht. Es scheint vielleicht etwas extrem, aber der bloße Gedanke, dich verlieren zu können, zerbricht mein Herz in zwei Hälften. Dein sanftes Wesen macht mich noch verrückter nach dir. Als ob man mit einer Wand spricht. Ich sag ja, anzünden, anzünden. Du behauptest, dass die Fluktuation von Emotionen die Genauigkeit von Forschung und Analyse beeinflussen könnte. Diese Aussage ist nicht ausreichend begründet. Das ist mir klar. Ich bin bei meinen Untersuchungen auf ein seltsames Hindernis gestoßen. Du kommst gerade im rechten Augenblick. Ich stecke gerade etwas in Schwierigkeiten und würde gern deine Meinung als Nicht-Einheimische hören. Wenn ich mich auf meine Logikfähigkeiten verlassen will, muss ich einen kühlen Kopf bewahren. Aber das will mir nie gelingen, insbesondere nicht, wenn ich mit ihr diskutiere. Ich kann einfach nicht ruhig bleiben und nachdenken. Das finde ich auch seltsam. Hast du letzte Nacht nicht gut geschlafen oder hast du einen Kater? Nicht so laut sprechen? Ihr solltet ein bisschen ruhiger euch verhalten. Tut mir leid, aber ich werde nicht ruhen können, bis ich das herausgefunden habe. Er hat gar nicht zugehört. Du solltest andere trotzdem nicht stören und hör auf damit, die Bücher falsch herum ins Regal zurückzustellen. Sie schenken uns gar keine Aufmerksamkeit. Sage ich das Falsche? Oder ist es einfach egal, was ich antworte? Oh, da hast du in Black Desert Online ja richtig abgesahnt. Super, Stefan, herzlichen Glückwunsch. Alle, die Black Desert Online spielen, ihr habt es dann bestimmt schon bekommen, E-Mail-mäßig oder so, aber die wechseln gerade den Launcher und eure Daten müsst ihr übertragen lassen, sonst sind bis Mai, weil sonst sind eure ganzen Daten futsch. Ja, denn alle eure Charaktere, alle eure Items, alles, was ihr an Geld investiert habt in das Spiel, ist alles verloren, wenn ihr euren Account nicht übertragt. Das habe ich nämlich vor 2 Tagen erst gemacht. Nur falls ihr irgendwie die Info nicht mitbekommen habt, manchmal landet ja sowas auch im Spam-Ordner oder so. Ihr müsst, wie bitte, wolltest du etwas? Jemand hat sich beschwert, dass ihr zu laut seid. Entschuldigung, ich werde mehr darauf achten, aber manchmal muss ich meinen Gefühlen Ausdruck verleihen. Ich kann nichts dagegen tun. Als du nicht aufgepasst hast, habe ich diese Rose aus den Seiten hervorgezaubert. Diese aus dem Buch geborene Rose ist genau wie du, zerbrechlich und voll von intelligenter Schönheit. Das war unglaublich. Ihr seid zu laut und Bücher sind keine Requisite für irgendwelche Magiespielereien. Du wirst sie noch kaputt reißen. Du solltest auch auf deine Lautstärke achten, Paimon. Ah, tut mir leid, Paimon wollte das nicht. Jetzt verstehst du es. Einige Dinge können wir nicht kontrollieren. Ich möchte mich nochmal entschuldigen. Ich werde von nun an darauf achten. Scheint nicht so, als ob sie es ernst genommen haben. Ja, ich hab's versucht. Hier ist wohl niemand scharf auf einen guten Rat. Keiner von ihnen legt ein gutes Benehmen in der Bibliothek an den Tag. Wir sollten mit Wyrat darüber sprechen, weil wie auch immer man den Typen ausspricht. Ey, wenn Mona hier... nicht, stopp, wenn dieser hier wäre, dann... Ja, mach mal hier was, komm. Hada, wie kann ich behilflich sein? In der Bibliothek ist es ziemlich unruhig.
Ich verstehe, dann werden wir wohl diese Methode anwenden müssen. Lisa hat in der Vergangenheit bereits erwähnt, dass das Brechen der Bibliotheksregeln Konsequenzen haben wird. Würde es dir etwas ausmachen, Lisas Nachricht in der Bibliothek zu verbreiten? Eselsohren, Rosen in Bücher zu stecken, sie falsch herum ins Regal zu stellen, das sind definitiv Verstöße gegen die Bibliotheksregeln. Gehen wir und verbreiten diese Nachricht unter den Leuten, die in der Bibliothek sitzen und keine Bücher lesen. Aha. WTF. Hä, was? Lisa kommt bald zurück? Oh nein, sie wird sicher furchtbar aufgebracht sein, wenn sie herausfindet, dass Leute die Bücher durcheinander gebracht und sogar Eselsohren in die Seiten gemacht haben, oder? Oh nein, wie furchtbar. Wer wird uns nur retten? Was sollen wir nur tun? Oh nein, vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig, wenn wir jetzt mit den Aufräumen beginnen. Das war wirklich genial von dir, wie unerwartet. Das war Wyatts Idee. Dennoch, Lisa wäre vermutlich wütend gewesen, hätte sie gesehen, in welchem Zustand sich die Bibliothek befand. Dies ist schließlich eine Bibliothek, ein Ort des Lernens. Und des Wissens. Aber es kommt halt immer auf den Bereich an. Wenn du natürlich in einer normalen Bibliothek bist, wo es dann einen Kinderbereich gibt, dass es da dann ein bisschen lauter ist, ist ja natürlich klar. Aber wenn du halt hier in so einer wirklich alten, wunderschönen, eingerichteten Bibliothek bist, dann weiß ich nicht. Dann benimmst du dich doch einfach. Ich liebe sowas, ich hätte es gerne zu Hause. So Regale bis zur Decke und dann mit so einer Leiter einfach so wusch langfahren. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit in meinem Zimmer dann immer so im Kreis fahren. Das Einzige, was mich stört, ist immer dieses Abstauben. Das ist so ätzend. So, Plauen. Willkommen. Möchtest du dich in die vor dir liegende Sphäre wagen? Da kann ich schlecht ablehnen. Dann bist du bei mir richtig. Ich bin Plauen von der Abenteurergilde. Ich bewache den Eingang zu dieser Sphäre. Sphäre. Sphinx. Den Aufzeichnungen der Abenteurergilde zufolge erscheinen sie nur zu bestimmten Zeiten. Da gerade das Windblumenfest im Gange ist, haben wir ihr Inneres so angepasst, dass es eine besondere Herausforderung darstellt. Ist das nicht gefährlich? Keine Sorge. Diese Aktivität gibt es nur im Rahmen des Festes. Gestandene Abenteurer begleiten jeden, der nicht erfahren genug ist. Als Veteran bist du auf diese Hilfe aber bestimmt nicht angewiesen. Du kannst diese Sphäre alleine erkunden oder Freunde dazu einladen. So oder so erwartet dich am Ende eine Belohnung. Wird gemacht? Dann halte ich dich nicht länger auf. Viel Spaß da drin. Was? 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 Ich muss erstmal das Team wechseln, weil wenn wir jetzt da reingehen, dann möchte ich schon ein starkes Team mitnehmen. Und nicht ein Level 1 Charakter. Sure. I'll watch your back. Ohne Schwung liege ich nirgendwo hin. Was ist mit dem jetzt hier? Karten der Gelüste. Bezwinger der Gelüste, Teil 1. Okay. Besteht den Garten der Gelüste in 84 Sekunden? Besteht die auch? Wir machen einfach. Ich habe keine Lust, mir das durchzulesen. Wir gehen einfach rein. Bestimmt selbsterklärend. Truppenstufe 36 empfohlen. Zeigst du bei dieser Herausforderung ausreichende Ausdruckskraft, erhältst du möglicherweise einen Segen, um sogar einen Fluxfeuerbaum auszulöschen. Ich mach's jetzt mal als Einzelspieler. Dann können wir es immer noch als Mehrspieler versuchen. Und vielleicht sollte ich es mir dann doch mal durchlesen. Hoppala. Im letzten Event war ja so ein Tower-Defense-Dingsbums da. Und das fand ich zum
Anfang erst voll doof, und aber nachher hat es mega Spaß gemacht. Oh, warte, ich hab nicht gelesen. Blasengletscher. Weiche den Wasserblasen entlang des Weges aus und erreiche das Ziel. Darf ich da bitte durch? Warum kann ich da nicht durch? Muss ich die alle einsammeln? Frage, muss ich die alle einsammeln? Nochmal. Ausdruckskraft durch Umwandeln von Blütenkronen erhalten 90. Zählerhalb des Vorgehens hätte recht sich. Ja, gut. Ich hätte es mir vorher durchlesen sollen. Trittsteinposten. Die fällen in Luft, ruckeln eine Weile, bevor sie zusammenbrechen. Weiche den Einschützen. Ich hätte es mir durchlesen sollen. Oh nein. Fall nicht von der Plattform. Ach du Heiliger. Nein, die Blume ist weg. Nein, die Blume ist weg. Ah! Doch, verdammt. Ist es witzig? So groß, herzlichen Glückwunsch, die ist toll. Und mit Venti zusammen. Super. Oh Gott, ich habe nicht gelesen, weil ich habe nicht gelesen, was ich machen muss. Sammel die fallenden Blütenkronen. Wo fällt hier was? Da. Ach so, die darf ich nicht ansammeln. Gut. Oh. Ja, mache ich ja richtig gut. Oh Gott. Hilfe, Mann. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, okay? Ich meine, man kann sich auch anstellen, aber es ist nicht so einfach. Es ist viel zu schnell. Oh mein Gott. Was jetzt? Ich muss immer drei Spiele machen und dann muss ich gegen diesen. Zeigst du bei dieser Herausforderung ausreichende Ausdruckskraft, erhältst du möglicherweise einen Segen, um sogar einen Flugfeuerbaum auszulöschen. Erhöht den. Ich habe alles drei geschafft, weil ich so viel Ausdruckskraft gemacht habe. Oder ge und ich habe kein Wasser dabei. Cool. Das ist ja toll gelaufen. Ich weiß nicht, warum das da ist, aber es. Keine Ahnung, warum ist es da? Instabile Elemente laufen der bla bla bla. Darf ich den jetzt fertig machen oder nicht? Ach, das haben die gemeint mit instabil. Ah! Ja. Tier.
Worthless! Worthless! Oh, weg! Gather. Ja, hier. I swear by my sword. Yeah. Solidify. Okay. Scheinen der wundersamen Banden. Dungeon verlassen. Während dieser Phase noch zu erhalten, 1000 Stück. Dungeon verlassen. Okay, fürs erste Mal doch gar nicht so schlecht. Weil ich den Bären so süß finde. Aber so stark finde ich sie eigentlich nicht. Sie macht zwar... sie macht zwar eine coole Ulti und dann wirbelt das Feuerrad um dich rum und du kannst auf einen anderen Char wechseln und dann hast du trotzdem noch dieses Feuerrad. Ja! Okay, okay. Wir dürfen von keinem Geschoss. Kann ich springen oder sollte ich weiter wegstehen? Soll ich in Bewegung bleiben? Ich würde sagen, in Bewegung bleiben, oder? Oh Gott. Und jetzt? Oh nein! Du Blöder! Ich hasse sowas. Ich bin so in sowas voll schlecht. Ich hasse auch Seilspringen oder sowas. Oh mein Gott. Dann lieber Rhythmusspiele mit Tastendrücken, aber nicht springen. Springen ist nicht gut.